Du wolltest, dass wir mal wieder Pizza machen und deswegen machen wir heute die ultimative Pizza. Die braucht nicht viel, die braucht aber einen richtig geilen Teig. Wie der geht, zeige ich dir heute. Außerdem schmeißen wir natürlich noch ein paar andere richtig geile Sachen auf die Pizza, aber das siehst du dann auch noch. Und am Ende gibt es noch einen richtig geilen Pro-Tipp, wie du die perfekte Kruste kriegst, eine richtig geile, knusprige Pizza. Also bleib bis zum Ende dran. Jetzt fangen wir direkt mit dem Teig an und dafür brauchen wir absolut wenig. Wir brauchen ein bisschen Mehl, ich glaube, es ist egal welches. Dann brauchen wir Salz, Trockenhefe und Wasser und das war's. Als erstes kannst du 500 Gramm von deinem Mehl, 16 Gramm Salz und 1 Gramm Trockenhefe in eine Schüssel tun. Dazu kommen dann 350 Milliliter Wasser und das Ganze kannst du dann richtig gut durchmischen. Kleiner Tipp, misch am besten das Mehl mit dem Salz und der Hefe schon mal ein bisschen mit einem Schneebesen durch. So kannst du sicherstellen, dass es auf jeden Fall komplett verteilt ist und es ist später einfacher, das durchzumischen. Wenn du dann das Wasser drin hast, kannst du das Ganze einfach mit einem Holz- oder Plastiklöffel durchmischen oder du machst es einfach so wie ich mit den Händen. Dafür musst du im Normalfall auch keine Gummihandschuhe anziehen. Das habe ich jetzt nur gemacht, weil meine Hände danach schneller sauber werden. Den Teig musst du dann mit Frischhaltefolie abdecken und für mindestens 18 Stunden aufgehen lassen. Am besten machst du das in einem Raum, der nicht zu kalt ist, sondern eine normale Temperatur hat. Wenn du es nämlich in einem zu kalten Raum machst, dann wird es wesentlich länger dauern, bis der Teig aufgeht. Ich wickel den Teig zusätzlich immer noch in eine Decke ein, damit der wirklich warm ist. Hier siehst du jetzt aber auch nochmal einmal im Vergleich, wie der Teig vorher und nachher aussieht. Ich habe den Teig natürlich einmal vorbereitet und 18 Stunden aufgehen lassen, damit du hier jetzt links den Vorher- und rechts den Nachher-Vergleich hast. So, das ist jetzt unser Teig. Wir haben den, wie gesagt, eingewickelt, richtig schön in eine Decke. Und er ist aufgegangen. Huiuiui. Die Schale war zu klein. So, und er ist natürlich aufgegangen. Und ich meine, wenn man das jetzt mal vergleicht hier, denke, da muss ich nichts zu sagen. So, man sieht klar den Unterschied, ne? Und der hier wird jetzt auch eingewickelt. So, gut mehlen. Die Hände natürlich auch. Jetzt wird's krass. Jetzt müssen wir den da irgendwie drauf kriegen. Jetzt ziehen wir hier mal schön die äußeren Enden einfach einmal nach innen, sodass da ein bisschen mehr Mehl reinkommt und der nicht mehr so klebt. Und wenn wir das gemacht haben, können wir den gleich zerteilen. Wir haben jetzt Teig für 4 Pizzen und diese 4 Pizzen können wir dann machen. Es gibt jetzt übrigens verschiedene Arten, wie man weitermachen kann mit dem Teig. Man kann ihn jetzt zerteilen in 4 Teile und dann in Frischhaltefolie noch ein bisschen liegen lassen. Man kann ihn jetzt wahrscheinlich schon sofort benutzen. Man kann ihn auch in eine Schüssel, die mit Olivenöl eingeschmiert ist, nochmal eine Stunde aufgehen lassen. Ich weiß nicht, was die beste Art ist. Ich bin aber der Meinung, wir haben den schon 18 Stunden aufgehen lassen. Der sollte richtig gut werden. So, und jetzt so langsam glaube ich, dass er gut ist. So, jetzt ist er soweit, dass wir ihn zerteilen können. Am besten kann man dafür diese Dinger nehmen. Link in der Beschreibung, genau. Unsere 4 Teigkugeln. Und die werden jetzt genauso wie die andere gerade einfach nur noch mal wieder ein bisschen bearbeitet. Der Teig sollte am Ende nicht mehr kleben, also der ist immer noch ein bisschen zu wenig gemehlt. Was aber wichtig ist, ein paar Minuten solltest du auf jeden Fall warten, nachdem du den Teig so durchbearbeitet hast, weil der ist jetzt sehr... Der ist jetzt angepisst. Der hat keinen Bock mehr, der will erstmal ein bisschen ruhen. Zumindest ein paar Minuten, dass sich das wieder alles setzen kann und dann kannst du den nämlich richtig gut in eine Pizza formen. Wir werden es jetzt tatsächlich so machen, dass wir den hier auf Frischhaltefolie tun und einfach ein bisschen einwickeln und dann an die Seite. Der hält sich so im Kühlschrank für 3 Tage. Wenn du es dann aber aus dem Kühlschrank rausholst, dann solltest du am besten das so lange draußen liegen lassen, dass er wieder Zimmertemperatur hat und dann kannst du die Pizza formen und im Backofen schmeißen und richtig geil machen. Unsere Pizza geht jetzt noch ein bisschen auf, der Backofen heizt vor, jetzt machen wir unsere Soße. Bevor wir die machen, lass ein Like da, lass ein Abo da, schreib einen Kommentar, was wir noch so machen sollen. Wir machen das dann auch wirklich. Jetzt geht's aber weiter mit der Soße, dafür brauchen wir einen Mixer. Das Soße machen geht natürlich auch mega schnell. Dafür musst du einfach nur die Tomaten in deinen Topf tun, dazu 2 Knoblauchzehen schmeißen, ordentlich mit Salz und Pfeffer würzen und Oregano mit reinschmeißen und dann einmal aufkochen. Achte aber darauf, dass du nicht zu viel am Anfang würzt. Du kannst nämlich immer noch ein bisschen nachwürzen, du kannst aber keine Gewürze mehr rausnehmen später. Sobald das Ganze einmal aufkocht, kannst du die Tomaten mit einem Stampfer klein machen, sodass die Flüssigkeit austritt und alles in einen Mixer tun und erstmal richtig durchmixen. Dann kannst du ein bisschen Wasser in den Topf tun, damit du die Reste von der Soße auch noch mit in den Mixer tun kannst und lässt das Ganze richtig schön geschmeidig mixen. Jetzt das Ganze noch einmal aufkochen, gegebenenfalls nachwürzen und dann ist die Soße fertig. Falls du dich fragst, warum wir jetzt nicht frische Tomaten nehmen, sondern welche aus der Dose, das liegt ganz einfach daran, dass gerade Winter ist und man einfach keine richtig frischen Tomaten kriegt. Die Tomaten in der Dose werden reif gepflückt und sofort verarbeitet, das heißt, dass sie richtig viel Geschmack haben und somit die Soße richtig gut wird. Das Ergebnis könnte man mit Tomaten, die man jetzt kauft, einfach nicht erzielen, deswegen nehmen wir Dosentomaten.
Als Toppings für die ultimative Pizza brauchen wir natürlich auch nicht viel. Einfach nur einen richtig geilen Käse und einen richtig guten Schinken. Als Schinken haben wir einen richtig schönen Bio-Kochschinken genommen, der richtig gut aussieht und auch richtig gut schmeckt. Und als Käse haben wir hier so einen geriebenen Mozzarella mit wenig Flüssigkeit, den wir in fast gar keinem Käseladen finden. Aber wir haben trotzdem mal einen Amazon-Link in die Beschreibung getan. Der ist aber auch immer ausverkauft, also viel Vergnügen. So, jetzt geht's ans Formen von unserer Pizza. Dafür können wir einfach das Gerät hier auspacken. Wir haben es jetzt noch in Zimmertemperatur, weil wir es ja hier drinnen gelagert haben. Und, oh, das sieht richtig gut aus. So, und die werden wir jetzt einfach so ein bisschen erstmal mit den Fingern so nach außen drücken. Man sieht, unsere ist noch ein bisschen zu klebrig. Aber das ist nicht schlimm. Jetzt machen wir einfach so mit so ein bisschen Mehl. Gucken wir mal, dass da genug Mehl drunter ist, dass die auch schön gleitet. Und das ist super. Jetzt können wir das erstmal so, bis wir eine schöne Größe haben und die schön flach ist. Nicht zu viel Druck, sondern schön sanft nach außen einfach drücken. Vielleicht noch mal ein bisschen Mehl drüber. Und dann geht's los. Über die Handknochen einfach nach unten gleiten lassen und die Schwerkraft die Arbeit machen lassen. Ich bin da auch noch kein Profi drin, aber das ist alles Übungssache. Ich habe es auch schon lange nicht mehr gemacht. Wenn wir die so haben, dann können wir die hier hinlegen. So, dann nehmen wir uns unsere Soße hier mit der Kelle. Nehmen uns da einen guten Schwung von, nicht zu viel. Einfach mal drauf und von innen nach außen tragen. Ein bisschen kann noch. Es kann ruhig fast bis zum Rand, weil wir wollen ja nicht irgendwie nur einen trockenen Rand haben oder so. Wir wollen ja richtig was verteilt haben. Und so sieht das dann doch mal richtig geil aus. Dann kommt unser Käse da drüber und ich liebe Käse. Vor allem so einen hier. Und der wird richtig gut verteilt. Und zu guter Letzt unser Schinken. Das verteilen wir da einfach nur so richtig schön. Und jetzt kommt die größte Challenge am Pizza machen. Die Pizza in den Backofen kriegen. Ab auf den Geheimtipp. Nämlich das Gerät hier. Jetzt heißt es ein paar Minuten warten und dann ist das Ding fertig. Jetzt fragst du dich wahrscheinlich, was machen wir da? Die Gusseisenpfanne ist ja schon dickes Metall und die speichert Hitze. Das ist das Gute an der Gusseisenpfanne. Das heißt, die agiert jetzt quasi wie ein Pizzastein. Und da wir jetzt gerade keinen großen Pizzastein haben, sondern nur einen kleinen, machen wir es so. Und dann sollte die Kruste mindestens genauso gut werden wie auf einem Pizzastein. Das siehst du natürlich jetzt auch, wenn wir sie rausholen. Das Ding sieht schon richtig gut aus, aber es braucht noch ein bisschen. Ein paar Angaben zur Temperatur und Dauer. Der Backofen ist auf voller Hitze, Ober-Unterhitze. Und dann ist natürlich die Gusseisenpfanne da drin oder alternativ halt ein Pizzastein. Und der war mindestens eine halbe Stunde da drin, um aufzuheizen. Dann einfach die Pizza drauf und dann musst du gucken, wie die aussieht. Die ist jetzt für so 5 bis 10 Minuten bisher drin und sieht fast perfekt aus. Ich denke, länger als 15 Minuten sollte es niemals dauern, weil das Ding ist auf voller Hitze. Also rausnehmen ist immer einfacher, habe ich gehört. Das hört sich doch mal an wie eine Kruste. Mega geil. Die Kruste ist geil geworden.